Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Fahrvlog. Die ersten Ernte stehen an. Ich stehe schon da mit dem Schneidwerk. Ich habe das jetzt ausgeführt. Also da ist eben der Acker, da haben sie rundum und um das GPS weggehäckselt, was bei einem im Flug gesehen habt. Ich stehe jetzt eben das Schneidwerk her und dann fahre ich wieder heim. Mit dem festen Steirer ist eh klar. Und dann werden wir auch dann wahrscheinlich mal anfangen zum Dreschen. Eben Wintergerschen. Wir haben es schon probiert gerade. Vor einer Woche oder so. Oder war es jetzt los? Jetzt hat es glaube ich da immer ziemlich abgelüftet. Jetzt hänge ich mit Schneidwerkswagen ab. Und dann fahre ich wieder heim. Ja, Pfälzer Agrarvideos und offiziell von dir, wie kommt denn das? Der Maxim ist in der Inspektion, deswegen haben sie jetzt den als Ersatzschlepper gekriegt, weil es jetzt Dreschen, Pressen und Bodenbearbeitung, Mistvieren ist halt dann und dann brauchen sie einen Traktor. Deswegen haben sie jetzt einen Ersatztraktor gekriegt, der Traktor hat 3 Stunden gehabt, bis sie ihn gekriegt haben. Hat auch schon wieder 21. Geht halt ab, wenn es genug Arbeit. Auf jeden Fall, es ist ein 61,45er CVD, richtig geiler Traktor, meiner Meinung nach. Also, Profi-CVD ist schon geil. Und ja, ich hab da jetzt eben den Schneidwerkswagen hingestellt. Jetzt fahre ich wieder heim. Daheim ist da am Berg. Kannst du nicht so bis rum. Da sieht man das Hallendach. Da ist daheim. Da muss ich jetzt hinfahren. Schaut schon geil aus, hä? Da der Profi. Ja, wir haben jetzt angefangen. Die erste Zeit liegt schon fast da. Persönlich mag ich ja Gerschen eigentlich überhaupt nicht. Alleine wenn man schon nur beim Anbauen sagt, Gerschen, fängt schon zum Jucken bei mir. Aber sonst, ja, man muss halt auch gemacht haben. Jetzt ist es eben wieder gescheit rein. Jetzt haben wir es. 2:30 Nachmittag. Die Ehren. Zweizeilige Gerschen eben. Die Kerne sind buffhart. Nachher machen wir dann, wenn ich das erste Mal abgetankt habe, gleich einmal eine Probe. Feuchtigkeitsprobe. Ob wir weiter dann oder nicht. Aber ich glaube, dass es kein Problem mehr ist, dass es trocken genug ist. Aber das stört sich dann nicht aus. Weiß jetzt durch. Abgelüftet hat, also der letzte Regen, der war vor 4 Tagen, glaube ich, das waren anscheinend 16 Liter. Aber normal müsste das wieder abgelüftet sein. Mit der Sonne und mit dem Wind. Deswegen müsste das wieder passen. Staunen dort. Deswegen hat es sicher hin. Ja, ca. 7 Hektar Wintergerschen. Hat er gesagt, dass wir jetzt zum Dreschen haben. Schauen wir mal, ob wir heute ausschaffen oder nicht. Wird nicht schlimm sein, wenn nicht. Ja, wir haben gleich auf Mal abgelegt, weil wir Ballen brauchen. Auch zum Verkaufen. Gleich ab Feld haben sie gesagt, dass sie auch was verkaufen. Und jetzt können wir gerade rauf und kann ich gleich mal filmen. Ja, das ist eben meine Lexion 405. 180 PS und 4,50 m Schneidwerk, glaube ich, ist das. Man sieht es, der Staub. Also müsste es trocken genug sein. Hoffen wir es einmal. Natürlich Oberlohner Lifestyle. Klappe oben ganz offen. Schaut schon geil aus, auf jeden Fall. So, er hat jetzt das erste Mal abgetankt, den Kippen. Und ich mache jetzt eben eine Probe. Dazu habe ich mir da jetzt so einen Stempel voll geholt. Das lasse ich da jetzt rein. Fest verteilen. Dann schraube ich das einmal drauf. Und jetzt gehört es eben gemahlen. Ich zeige euch jetzt dann das Ergebnis, da brauche ich zwei Hände. Ich habe das jetzt geschrieben. Die Sorte ist auf 3 eingestellt. 3 ist eben Hafer und Gerste.
Und jetzt drücke ich drauf. Nein. No. 14,5. Das passt eh. Ziemlich mit 40 ist einlagerbar. Das passt genau. Optimal. Es könnte noch ein wenig weniger sein. Aber da sind wir schon zufrieden mit dem Ergebnis. So, da la. Jetzt sind wir schon beim Lager. Wir haben schon die erste Fuhr erinnern für heute. Wir haben ja schon was erinnern gehabt. Sieht man da. Das ist noch das, was wir schon probiert gerade haben. Da sieht man es eben, da ist noch ein wenig mehr grünes Zeug dabei. Und das ist jetzt eigentlich ziemlich optimal, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe das eben da jetzt, der Domi ist da rückwärts reingefahren mit dem Drehschemel. Weil das, ich kenne es schon, aber brauche ich ziemlich viel Zeit. Und zurzeit ist ein wenig Trabi. Deswegen ist jetzt der Domi schnell aufgestiegen und hat das gemacht. Er ist jetzt eben zum Feld gefahren wieder. Ich habe es jetzt mit dem Hoftag. Mit dem Hoftag mit der Schaufel. Aufgeschoben da. Da schauen wir jetzt, dass wir, weiß nicht, zwei Fuhren, wenn es gut geht, reinkriegen. So. Und dann stellen wir die Schnecken auf. Weiß nicht, wie ich das dann mache. Entweder da drüber. Oder eher einfach so direkt rein. Da lassen wir den Rest mit der Schnecken drauf. Ja. Da bin ich zu tief gefahren, aber da sieht man das ganze Mehl schon. Dann haben wir die erste Fuhre schon im Lager. So, währenddessen, dass ich im Drehschau warte, dass ich nochmal abtankt, weil es ist gerade nicht mehr der Streifall. Dann führe ich den Kipper gleich dahin, weil der Dreschmeiß nächstes. Dann führe ich den wieder heim. Kann ich euch da jetzt mal ein Meisterwerk des Moreiders zeigen? Ich habe mich bereit erklärt, dass ich einen neuen Kurnschieber mache. Das Rostige dürft ihr jetzt nicht beachten. Weil das sieht man jetzt ziemlich schlecht. So, wow. Ich habe da einen Kurnschieber gemacht, ja. Der alte war verbogen und zu klein. Jetzt habe ich da eine größere Luke gemacht. Erl zusammengeschnitten, angeschweißt, fein, säuberlich. Schaut jetzt nicht so geil aus, aber heulen wird das auf jeden Fall. Also der Dominik hat den meinen Hoftrag reingedruckt, weil das auch ziemlich verbogen ist und wisst ihr, wird ein wenig verzogen bei den Kipper. Deswegen habe ich meinen Hoftrag reingedruckt und die Spaß nicht so geholt. Es ist halt ziemlich gut geschweißt. Dann eben Schlitz reingemacht und Kornschieber gemacht. Ist auch ein wenig rustig, aber das tut einem nichts. Schaut ganz fein aus und halt. Der wird nicht mehr hin. Also, Windrad sind an sich ganz super und vor allem für Büder. Es schaut halt so geil aus. Und da jetzt der Mähdrescher kommt, dann steht im Hintergrund das Windrad. Man sieht nur den Horizont. Das schaut so geil aus. Das taugt man schon. Weil bei den Steinen so viel, da steht noch eins, da wird gerade noch was gebaut. Und da steht noch eins. Da hinten am Horizont steigen einen Haufen. Da steigen einen Haufen. Da hinten am Horizont steigen einen Haufen. Überall steigen Windrad. So, wir dann jetzt abladen mit den Schnecken, wenn man sieht. Da ist Schnecken. Ich befinde mich in sicherer Entfernung, dass mich der Gerstenstaub nicht erwischt. Ja, jetzt laden wir es eben schon mit den Schnecken ab, weil es mit dem Einschirm nicht mehr geht. Jetzt haben wir eben Big Bags vorgestellt, das kann ich nicht sagen. Und jetzt lassen wir es eben mit den Schnecken rein. So, jetzt haben wir da den nächsten Kipper, da steht eben Schnecken. Wir lassen es jetzt über den Kornschieber reinrennen. Dann haben wir da das Lager, sind eben oben ins Wasser. Vorher haben wir es dann einfach da hergeleert. Dann haben wir es aufgeschoben mit dem Hoftrag, mit dem Traktor. Hat auch ganz gut funktioniert. Aber natürlich, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt haben wir einfach Big Bags vorgestellt und da so ein Holzmark gemacht. Und da lassen sie es eben den Rest mit der Schnecke reinlaufen. Da geht jetzt eh noch ein wenig was rein. Vielleicht geht es ja aus, dass wir das reinbringen. Mal schauen. Ja, Getreidesilo ist jetzt ziemlich voll. Fast bei der Wand. Da kommt wahrscheinlich jetzt ein wenig was hin. Dass halt der Platz wirklich gescheit ausgenutzt ist.
sonst ist es ziemlich viel und ich meine, jetzt sind schon 5 Hektar, wir sollten das jetzt sehen, was da herinnen liegen. Ich weiß, boah, wie viele 8 Tonnen warten das jetzt voll? 6. Kann das sein? 6? 7? 6 oder 7? 8 Tonnen voll. Haben wir da jetzt einer da. Und ja, vielleicht kommt das noch halber daher. Und der Rest lassen wir einfach mal stehen über die Nacht. Das ist sehr schön. 3 Füllen rein. Ja. Ja, heute haben wir den nächsten Tag. Ich habe vorher, also wir haben jetzt schon Saatgetreide abgesackt, 2 Sackel. Haben wir eben 2 von der Sorte California schon abgesackelt, weil sie eben einen Teil vom eigenen wieder anbauen. Haben wir eben da jetzt einen und da einen. Und jetzt habe ich da einen Mengele. Der hat. Oh, was hat der für Sorten um? Kann ich nicht nochmal schauen. Auf jeden Fall ist das ganz praktisch. Stellt man es in der Silomann, dann fährt man den Hoftag, nimmt einen Big Bag, hängt ihn auf, fährt auf, Schieber auf, Big Bag angefüllt, auf Paletten draufgestellt und dann kann man Paletten fest schon mal umführen. Das funktioniert eigentlich echt gut. Jetzt habe ich eben da Fenstzwölblich, mit 2 Achser, zurückgeschoben. Das kann eigentlich noch nicht so gut. Aber da habe ich es eigentlich nicht so lange gebraucht. Da habe ich fast beim ersten Zug zugefunden. Und eben der gute Kohlenschieber. Dominik, was sagst du zu meinem Kohlenschieber? Stabiler wie dein Dolch. Ja, dann war es das eigentlich erst wieder. Mit dem Farmflug von Drischen, von der Gerste 2019, am Praktikumsbetrieb. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch!